Die Scheren Westschwedens im Frühjahr. Blau-weiße Yachten sind in dieser Gegend nichts Ungewöhnliches. Diese hier ist es allerdings. Immerhin ist die Halbergrassi 64 das größte jemals auf der Werft in Ellös gebaute Schiff. Eine imposante Erscheinung ist bei knapp 20 Metern Länge und fast 200 Quadratmetern Segelfläche im Preis mit inbegriffen. Wir haben das Glück, mit diesem segelnden Luxus-Apartment 3 Tage auf Tour gehen zu dürfen. Mit dabei ist Werftchef Magnus Rassi höchstpersönlich. Dem ist die Begeisterung über seinen neuesten Wurf trotz schwedischer Gelassenheit anzumerken. Und das Unglaubliche ist, ob 55 Liter pro Stunde oder 25 pro Stunde, das Boot macht genauso viele Knoten. Das ist nicht ein Zehntel Unterschied. Das ist ja, weil der Motor größer ist. Groß ist ja, nicht zu groß, ja, aber nicht geeignet ist, um mit Volllast zu fahren. Das bringt nichts, aber das bringt was, mit 5,5 Liter immer noch vernünftige Geschwindigkeit zu fahren. Und mit wenig Lärm, wenig Vibrationen. Ja, ist schon sehr komfortabel. Lange Reichweite. Also wenn man hier guckt, was wird es? 0,6 Liter pro Seemeile ungefähr. Wie viele tausend Seemeilen sind das? Ja. Am Ende eines spannenden Segeltages fällt schließlich der Anker in einer der unzähligen Buchten der Scheren. Zeit, sich mal in Ruhe mit dem Firmenboss zu unterhalten. Ja, wir sitzen hier in der neuesten und größten Halbergrassi, Halbergrassi 46. Nein, schade eigentlich. Tja, schade, aber so viel Komfort ist auch für einen erfahrenen Yachtredakteur einfach zu viel. Das Abendessen ist gerade verputzt und wir ankern in der Karlsvik. Eigentlich ja nicht das echte Heimatrevier für dieses Boot, kommt zwar aus Schweden, aber Magnus Rassi, der Werftchef, der hier neben mir sitzt, wird sich ja gleich erklären, warum das echte Heimatrevier wahrscheinlich nicht die schwedische Westküste ist. Ja, das ist ein Boot für weltweite Fahrt. Gehört genauso gut wie zu Hause wie irgendwo anders. Ist eben für weite Reisen gedacht, ja. Weite Reisen heißt an Bord leben und mit dem entsprechenden Komfort. Ja, genau. Und wie weit man segeln möchte, das muss jeder selber entscheiden. Ob zu dieser Ecke oder um die Welt. Das Hauptsache, dass es gesegelt wird und dass es bequem ist. Mhm. Dass es von innen wirklich so bequem ist, das wollen wir Ihnen jetzt einmal mit einer kleinen Führung unter Deck verdeutlichen. Magnus, was gibt es denn hier jetzt Besonderes gegenüber vorherigen Rassis? Was ist Neues? Nach wie vor ist es ein bequemes Fahrtenschiff, wo man gerne weit damit segelt. Aber im Vergleich zu früher hat man mehr natürliches Licht, man hat noch mehr Komfort, man hat noch mehr Knopfdrucksegelfunktionen. Man hat zum Beispiel Fallenspannung per Knopfdruck, man hat Baumniederholer, Achterstag und solche Sachen. Man hat Gangway, man hat Badeplattform, alles wird per Knopfdruck bedient. Mal sehen, ob auch der Werftchef auf Knopfdruck funktioniert. Achtung! Zum Salon. Hier haben wir einen Weinkühler. Oh, da kommen Sie ja schon. Und 2 schöne Sesseln. U-Sofa und Mittelsofa mit Fernseher. 40 Zoll LED-Fernseher ist eingebaut. Hochfahrbar. Dass der auch völlig verschwindet, wenn man den nicht braucht. So viel Licht gab es bei Halberg, glaube ich, noch nie in einem Schiff wie hier. Das ist richtig. Ungewöhnlich viel natürliches Licht. 4 Skylights, große Seitenfenster rundum, auch da vorne, das ist völlig neu. Auch die Fenster da vorne sind zum Öffnen. Im Vergleich zu älteren Modellen haben wir hier mehr geöffnet. Das ist nicht mehr zu, sondern so geöffnet. Und weiß gestrichene Holzpaneele. Das trägt zusätzlich dazu bei, dass man sehr viel Raumgefühl hat. Und dass man hier im Sitzen rausgucken kann, das finde ich ganz toll. Das bringt nicht nur Licht, sondern Kontakt mit der Umgebung. Ja, jetzt hat man hier so 2 wunderschöne Sitzplätze in Sesseln. Könnte man den ganzen Abend sitzen oder den Tag.
aber ganz schön leise hier. Ich sehe auch gar keine Lautsprecher. Doch, doch. Es gibt eine versteckte Surround-Anlage von Bose. Da ist die Anlage völlig versteckt und sämtliche Lautsprecher auch noch. Die gibt es und ist auch sehr gut, aber völlig unsichtbar. Hauptsache, sie ist nicht unhörbar. Genau. Für heute machen wir das Licht aus. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Und im nächsten Teil der HR64-Saga erfahren Sie, warum die Schwedin eigentlich zwei Haushalte versorgen könnte und wieso man sein iPhone mit ins Bett nehmen sollte. Oder Sie schauen schon einmal in die Yacht 15 2011. Dort finden Sie nämlich den gesamten Bericht zur Hallbergrassi 64.